Moinsen Leute, schön euch hier auf meinem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Heute habe ich mal einen kleinen Quicktipp für euch und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach von einem sommerlichen Foto wie diesem hier zu einem herbstlichen Look wie diesem hier kommt. Wie ihr das machen könnt, das zeige ich euch jetzt in Adobe Lightroom. Ich habe hier auch schon ein Bild vorbereitet, das ist ein Bild, das habe ich im Gespensterwald bei Rostock fotografiert, bei Nienhagen da hinten. Den Gespensterwald kennen wahrscheinlich die meisten Landschaftsfotografen von euch und das Bild von mir wahrscheinlich auch, deswegen dachte ich, zeige ich euch das einfach mal direkt an diesem Foto. Also, so sieht das Foto aus. Das ist das, was ihr kennt. Fotografiert sah es allerdings so aus, ja? Also, ganz, ganz anders. Also, das Erste natürlich, man hat diese ganzen Standardregler, die man einstellt. Da kommt dann quasi bei mir nachher dieses Bild raus. Ja, so, also ist zugeschnitten, entwickelt, das ist alles ein bisschen gerade. Und ja, und jetzt ist das Bild halt fürchterlich grün und ich persönlich finde das viel zu grün, viel zu anstrengend. Also habe ich das Bild von diesem hier recht schnell in dieses gemacht. Und das geht einfach sehr leicht. Ihr habt hier unten den Punkt Kamerakalibrierung auf der rechten Seite. Das ist der ganz unterste Punkt in Adobe Lightroom. Und mit dem geht das halt super einfach. Das heißt, ihr könnt einfach hier einfach mal komplett rüberballern, ja, eine Seite. Dann seht ihr schon, es ist ein bisschen oranger. Dann könnt ihr den Grünton auch mal eine Seite irgendwie komplett rüberballern. Ihr könnt ruhig übertreiben, das ist egal. Wir räumen das nachher auf. Nach links oder rechts, das ist ganz egal. Jetzt links sieht für mich besser aus, weil die Farbe einheitlicher ist. Und jetzt das Rot ziehe ich auch noch ein bisschen. Ja, da wird es noch so ein bisschen knackiger. Andere Seite sieht nicht so gut aus, ich lasse es also rechts. So haben wir halt eine gleichmäßige gelbe Farbe, sag ich mal. So, und die sieht natürlich ein bisschen sehr extrem aus. Und das, was ich jetzt mache, ich gehe einfach in den HSL-Regler rein. Also der HSL-Regler regelt jetzt ein bisschen die Farben. Und da konnte ich das jetzt einfach. Also ich gehe jetzt in den Orange-Regler rein, das ist ja die Hauptfarbe hier. Und ziehe dann einfach so ein bisschen mehr in Richtung Orange. Das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen dolle. So ungefähr, dann hat schon jetzt einen passenden Look. Und dann ziehe ich vielleicht die Sättigung von Orange noch wieder ein bisschen runter. Und dann sind wir schon in der Richtung. Mit dem Gelb kann ich noch ein bisschen rumspielen. Manchmal macht das auch noch ein bisschen was hier. Genau. So haben wir eigentlich schon einen recht, ich sag mal, herbstlichen Look. Das Problem ist jetzt aber, wie ihr seht, dass natürlich hier alles, was jetzt so blau war, halt so türkis ist. Und das könnt ihr dann einfach wieder beheben, indem ihr auf den Aquamarinenregler geht hier oben und den einfach wieder so ein bisschen ins Blaue zieht. So, ein bisschen ins Blau wieder, dann sieht das Blau wieder so ein bisschen natürlicher aus. Und dann würde ich auch die Sättigung vom Blau auf jeden Fall noch ein bisschen runterziehen wieder. So und so. Und dann seid ihr auch schon fertig. Jetzt kann man da noch ein bisschen mehr Zeit reinstecken, dann sieht es dann irgendwann aus wie so. Aber das Grundprinzip ist eigentlich immer das gleiche. Ihr zieht unten die Kalibrierungsregler erstmal so hin, dass ihr grundsätzlich zufrieden seid. Und den Rest passt ihr dann später an. Ja, das war schon mit meinem kleinen Quick-Tipp. Ich hoffe, der hat euch geholfen und sorgt einfach dafür, dass ihr jetzt vielleicht in der Zeit, wo man auch weniger rausgehen kann, einfach mal einen anderen Look aus seinen schon vorhandenen Fotos schaffen kann. Es ist immer die Frage, ob man das mag mit dieser harten Bearbeitung. Der eine sagt ja, der andere sagt nee, ist gar nicht meins. Ich persönlich finde es vollkommen in Ordnung, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ich finde wenig bearbeitete Landschaftsfotos finde ich sehr schön, aber ich finde auch hart bearbeitete Fotos sehr schön. Also wenn es irgendwie eine Emotion ausdrückt und dazu passt, wieso nicht, dann einfach mal kreativ sein. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Rinnehauen!